Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video möchte ich Ihnen eine kleine App mit dem Namen Makeit vorstellen. Ja, mit dieser kleinen App kann man wunderbar kleine Quizze oder Spiele erstellen. Ich zeige mal die verschiedenen Möglichkeiten. Da gibt es hier so ein paar Demos und das ist jetzt natürlich irgendwie eher so ein bisschen für kleine Kinder. Das ist zum Üben. Hier muss man jetzt Farben spielen, die blauen Sachen da rein, die gelben Sachen in den gelben Eimer. Und das kann man natürlich auch mit anspruchsvolleren Inhalten machen, aber das Ganze ist sehr schön animiert und hier ist so ein Memory. Das kann man natürlich auch mit Inhalten füllen oder hier so Sprachspiele. Falsch. Ne, also nur mal um zu zeigen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich gehe mal zurück. Wir gucken uns mal hier noch eins an. Buchstabenspiel. Auch wieder Memory. Und. Also ganz, ganz, ganz vielfältig. Ich habe mal ein kleines gemacht, ein kleines Quiz. Das sind jetzt alles so Spiele gewesen. Hier habe ich mal ein Quiz gemacht zur Kosten-Leistungsrechnung. Und da muss man hier zum Beispiel aus dem Buchstabensalat, muss man jetzt hier die richtigen Begriff rausfinden. In einer bestimmten Zeit. Das lässt sich alles sehr schön und sehr leicht selbst erstellen. Beschäftigungsunabhängige Kosten. Das könnten ja die Fixkosten sein wieder. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt gehe ich mal raus. Und wie gesagt, man kann das auch alles bearbeiten. Hier sieht man am Rand die Folien, die verschiedenen Quizfragefolien. Und oben in der Menüzeile sind die verschiedenen Optionen, was man alles auswählen kann. Also ich finde es total süß. Das einzige Nachteil ist vielleicht, dass es ein bisschen fummelig ist, weil man es ja nur auf dem Smartphone machen kann. Wenn man natürlich jetzt ein etwas größeres Tablet zur Hand hat, dann ist die Sache natürlich schon ein bisschen handlicher. Das soll es erstmal gewesen sein zum Kennenlernen. Vielleicht habe ich Sie ja ein bisschen neugierig gemacht und Sie wollen das mal selber ausprobieren. Viel Spaß dabei!